Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zur ersten Special-Folge des Moon Prism Podcast mit dem Special Act von PGSM und euren Moderatoren Sailor Cat und... Das Mad-Eye wieder von zu Hause. Ja genau, dieses Mal wieder über Skype. Ist ja gar nicht die erste Special-Folge, wir hatten doch schon drei Fragen-Specials. Ja, okay, ja, stimmt. Aber wenn wir die Fragen-Specials halt weglassen... Ja, okay. Naja, also was ist überhaupt der Special Act? Das ist, naja, so eine Art Fortsetzungsfilm, nenne ich es jetzt mal. Es ist eigentlich kein richtiger Film, aber es ist halt eine Stunde lang. Ja, so ein kleiner Fernsehfilm halt. Ja, und er hat sogar einen japanischen Titel. Oh, warte, ich hab keinen Titel gegeben. Verdammt, ich bin nicht vorbereitet. Nee, mir fällt nichts Dummes ein, okay? Okay. Watashi tachi kekkon shimasu. Wir heiraten. Subtiler ja. Titel. Subtil? Ja, da weißt du überhaupt nicht, was jetzt passieren wird. Nein, nein, spoilert nämlich gar nicht. Naja, also Fragen haben wir zwar bekommen, aber da das hier heute wahrscheinlich eh ein bisschen länger wird, machen wir das dann beim nächsten Mal. Ich bin mal gespannt, wie lange es wirklich wird. Also ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich viel zu sagen, aber das kann natürlich dann auch alles anders sein. Na, wir werden sehen. Also keine Fragen und sonst haben wir auch nichts zu tun, dann gehen wir doch mal direkt rein in den Wahnsinn. Ja, wir sind bei den Tsukinos zu Hause. Ja, und Usagi macht Essen. Das kann nichts Gutes bedeuten, aber wie viel später spielt das Ganze? 4 Jahre, sagen sie. Okay, das heißt, Usagi ist jetzt... Soll jetzt sein 18, ja? Ja, stimmt, vermutlich. Was mir jetzt im Nachhinein gerade noch einfällt, soweit ich weiß, darf man in Japan erst mit 20 heiraten, weil man da erst volljährig ist. Also ja, weiß auch nicht. Ich meine, gut, wahrscheinlich war Usagi am Ende der Serie 15, aber dann wäre sie auch erst 19. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja, wird schon irgendwie passen. Okay, das Erste, was ich ein bisschen komisch finde, ist, Luna wohnt anscheinend bei denen. Ja, wie gesagt, also ich habe das immer irgendwie im Kopf gehabt, dass Luna sowieso bei denen wohnt, so ein bisschen Chibiusa-mäßig, aber anscheinend hatte ich das voll falsch im Kopf. Ja, ich weiß es auch nicht, aber es kann ja auch einfach sein, dass sie halt so freundinnenmäßig nur da ist, oder? Es sieht schon irgendwie eher nach, die wohnt da aus, finde ich. Tja, also wie gesagt, ich habe das sowieso irgendwie immer so verstanden. Okay. Ich ansonsten nicht außerhalb dieser Folge. So, und es läuft, okay, glaube ich, Fernseher oder Radio, ich bin mir gerade nicht sicher. Und da ist die Rede von einem neuen Sponsor, Das kriege ich eh nicht korrekt hin. Asahi Super Announcement Corner. Ja, also ich glaube, das ist eine Anspielung auf den Fernsehsender, wo Sailor Moon ausgestrahlt wurde. Ich glaube, das war Asahi TV oder irgendwie sowas. Ah, okay, ich wusste doch, irgendwas hat's doch damit auf sich. So einen Namen denkt sich doch nicht einfach random aus. Ja, und dann erzählt Usagi quasi, dass halt jetzt 4 Jahre vergangen sind und dass sie seitdem normale Mädchen sind und was die Senshi jetzt alles so mittlerweile machen. Ja, die haben halt überhaupt keine übertriebenen, also teilweise übertriebenen Weiterentwicklungen. Nein. Also mein persönlicher Favorit ist Ami, die irgendwie mit 18 jetzt schon fertige Ärztin ist und anscheinend auch irgendwie so Spezialärztin für was auch immer ist. Ja, sie hat anscheinend irgendwie in Amerika studiert, also sie ist jetzt auch in Amerika, hat eine Prüfung nach der anderen bestanden und ist laut Gerüchten die jüngste Ärztin aller Zeiten. Das ist nämlich nicht übertrieben. Ja gut, aber Ami war doch schon immer übertrieben, ja, 300. Das stimmt, also sagen wir mal, es ist übertrieben, aber ich würde auch nichts anderes von Ami erwarten. Aber ich finde ihre Vorstellung in dieser Special-Folge mit dem Hazmat-Suit schon ein bisschen drüber. Ja, mit diesem Spezialschutzanzug. Ja, genau. Und sie redet dann mit dem Arzt, so voll vertraut. Ja, oder was ja auch... sie hat dem Arzt irgendwelche Ratschläge gegeben. Ja, ja, natürlich. Macht ja sogar Sinn. Also wenn sie jetzt wirklich Ärztin ist und Spezialistin für irgendwas, was weiß ich, dann macht es natürlich Sinn, dass sie auch mit denen sinnvoll reden kann. Ja, klar. Ich traue es Ami natürlich schon zu. So, und dann haben wir Rei, die ihre spirituellen Kräfte weiterentwickeln will und deswegen in die Kyoto-Berge gezogen ist. Ja, oder da zumindest zeitweise ist. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt wohnt.
Ja, genau. Und ja, wir sehen sie eigentlich nur, wie sie einen, Wie sie ja. irgendwelche Kanji aufmalt, inmitten Genau. von so ganz vielen Kerzen. Ja, Rey, also als Besonderheit, Rey hat immer noch Kräfte, aber eben keine Sailor Powers mehr, sondern nur noch ihre spirituellen Kräfte, die sie immer schon hatte. Ja, Ich habe jetzt einen Titel. wobei ich ja eigentlich immer dachte, diese spirituellen Kräfte kommen auch von dem Senshi-Ding. Ja, ist naheliegend, aber Anscheinend nicht. dieser Film sagt nein. Also Usagi sieht dann auch gleich Minako im Fernsehen und die ist natürlich immer noch ein Idol und sie hat einen krassen Preis gewonnen als erste Japanerin. Ja, den Critterpreis. Das klingt irgendwie komisch. Es erinnert mich an den Klitterer. Ah, der Klitterer, auch gut, weil ich glaube, Critter heißt einfach nur Kleintier oder so. Keine Ahnung, kenne das Wort nicht. Also ich weiß, die ganzen kleinen Freunde von Fluttershy sind immer ihre Critters im Englischen. Ach so. Ja, und Makoto hat anscheinend jetzt ihren Floristenladen oder arbeitet zumindest dran. Aber es Ja, sieht eigentlich aus, als hätte sie schon einen, ne? es wirkt so, aber ich glaube, gesagt wird's nicht. Es wird nur gesagt, sie lernt fleißig, aber dass sie einen Laden hat, ist irgendwie wird nie so eindeutig gesagt, aber es wirkt irgendwie unterschwellig so. Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht in einem Laden arbeitet. Das kann auch Und sein, ja. darauf hinarbeitet, dass sie ihren eigenen eröffnet. Aber wir sehen sie halt immer nur allein in dem Laden. Naja. Ich habe jetzt übrigens den Titel für diese Special-Folge, meinen Titel für die Special-Folge gerade gefunden. Minako macht was richtig, der Film. Okay, schön. Kommen wir nachher noch zu, für mich ist das irgendwie der Minako-Film. Wirklich? Okay. Dann haben wir Usagi, die auf die Uhr guckt und plötzlich ganz hastig in Eile gerät. Ja, genau, denn sie trifft jetzt gleich Mamoru. Ja, und Luna und Ikoku bleiben dann so zu, also sie rennt dann raus, stellt denen noch was hin und die sitzen dann da und gucken, Usagis schnelles Kochen. Macht sie anscheinend immer, wenn sie Mamoru treffen will. Wobei ich mich frage, was hat sie da gemacht? Das sieht für mich einfach nur aus wie Rührei, da kann ja selbst Usagi nichts falsch machen. Ja, irgendwie schon. So ein Omelett oder Rührei, irgendwie sowas. Wahrscheinlich eher Omelett. Ja, und dann haben wir Mamoru, von dem wir leider gar nicht so recht erfahren, was der jetzt eigentlich macht, außer Motorradfahren, meine ich. Ja, stimmt, also die beiden fahren jetzt Motorrad, aber sie sagt halt nur, ja, dass es mit ihnen ein bisschen kompliziert war und dass sie jetzt aber heiraten. Hui! Wuhu! Und dann gibt's das Intro, aber, ja, also beziehungsweise es gibt halt so ein Title Screen und dann den Intro-Song, der über weitere Szenen gelegt ist. Und zwar ist es aber nicht der normale Intro-Song, sondern Here We Go. Ein Character-Song von Usagi. Genau, Ja, das. finde ich cool. Finde ich cool, dass man hier mal was anderes gemacht hat. Ja, und Jo. während das dann läuft, sehen wir, wie Usagi und Mamoru Hochzeitsvorbereitungen machen und shoppen gehen und Zeug. Usagi wollte anscheinend ein rotes Hochzeitskleid kaufen, aber hat sich dann doch für eins in Weiß entschieden. Ja, oder sie hat einfach nur gesagt, hey, cooles rotes Kleid. Will ich zwar nicht haben, aber wie findest Wahrscheinlich. Ja, und sie gehen auch irgendwie in so einen Kinderladen. Ja, das fand ich ganz faszinierend, die Szene. Was soll die Szene uns sagen? Also ich sag mal so, das wusste ich auch vorher nicht, aber laut Wikimon gibt es wohl die Fantheorie, dass Usagi schwanger ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie einfach nur so in den Kinderladen geht, einfach weil sie das Spielzeug cool findet. Okay, wenn Usagi schwanger wäre, würde das zumindest eine andere Szene ein bisschen erklären, Ja, ich glaube, dazu kommen wir dann die noch. ich sonst nämlich merkwürdig gefunden hätte. Mamoru sieht so schön leidend aus während des Ganzen. Ja, aber ich muss sagen, das nervt mich. Und generell, Mamoru nervt mich ultra in diesem Special, zumindest am Anfang. Was ist denn mit dem? Ja, der ist Hä? einfach, der Der ist ist völlig plötzlich auf weg. 90er-Anime Mamoru umgeswitcht. Ja, Aber aber warum? 100% genauso. Warum? So 90er Anime Mamoru aus Staffel 2. Ja, ich meine, es ist nicht ganz so schlimm während dieser Shopping-Szene, aber er wirkt halt schon so ein bisschen genervt. Ja, ich meine, klar, Usagi ist hier sehr übertrieben fröhlich und aufgeregt. Aber komm schon, sie heiratet, da darf man doch vielleicht ein bisschen Vorfreude haben. Ich Da finde, muss er doch jetzt also. auch nicht so gucken, als wäre das jetzt das langweiligste aller Zeiten. Also, ich habe schon ein paar Damen bei Hochzeitsvorbereitungen gesehen und Usagi ist nicht mal auffällig überdreht.
Okay. Also das kann ich mir noch schlimmer vorstellen. Also bei Usagi hätte ich Schlimmeres erwartet, sagen wir es mal so. Ja, und dann sitzen sie in so einem Café und Usagi, ja, redet halt immer weiter und das müssen wir noch machen, wir müssen Einladungen verschicken und kleine Geschenke besorgen und bla bla bla. Und Mamoru hört einfach nicht zu. Also das ist dann schon kacke. Das ist einfach so. Vor allem, er ist ja nicht nur ein Arsch in der Szene. Ein Arsch ist zu viel gesagt, aber er benimmt sich nicht wie nur äußerst unfreundlich plötzlich, sondern auch ultra dämlich. Wieso? Weil er dann noch so sagt, ja, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ja, mach mal alles, was du willst. Ja, Mamoru ist so out of character. Also normalerweise ist doch PGSM Mamoru nicht so. Nee, aber ja, passt wirklich nicht. Naja, das hat mich ehrlich gesagt schon genervt. Vor allem, warum muss es jetzt überhaupt diese Beziehungskrise geben? Aber naja, es wird nur noch schlimmer, glaubt mir. Jetzt geht's ja noch. Das geht noch schlimmer, ja. Ja, dann sind wir bei einem etwas glücklicheren Paar, nämlich Makoto und Motoki. Also Motoki besucht sie jetzt im Blumenladen und hat ganz viele Schachteln. Ja, und Makoto macht anscheinend den Blumenstrauß und auch die Torte und ist auch bei den Vorbereitungen. Ja, sie ist quasi, also ich stelle mir halt auch vor, wenn du in dieser Situation jetzt Makoto und Usagi an einem Tisch sitzen hast, da will man aber auch nicht sein. Das nervt kolossal. Weil es plötzlich nur noch, weil das das einzige Thema ist. Ja, ich finde, es passt auch voll gut zu Makoto, dass sie da auch jetzt so voll, yeah, Hochzeit, ich mach das alles. Ja, sie ist die Wedding-Planerin hier. Ja, und die beiden sagen dann aber auch, ja, es kommt ein bisschen übereilt, dass Usagi und Mamoru jetzt heiraten. Nach 4 Jahren. Ja, also ich meine, so krass finde ich es jetzt nicht. Sie sind ja schon einiges jetzt schon ein bisschen zusammen und ich meine, ihre ganze Vorgeschichte ist natürlich auch krass. Allerdings ist Usagi halt auch erst 18. Ja, im Manga heiraten sie mit 16, oder? Nee, heiraten sie nicht, mit 22. Ach so, okay. Naja, also ich weiß, der Zeitsprung am Ende ist ein bisschen komisch. Ach richtig, da ist ein Zeitsprung, den ich immer gar nicht bemerke. Ja, den viele irgendwie nicht bemerken, aber anscheinend, also beziehungsweise, das heißt halt, sie wird Königin und kriegt ja das Kind, wenn sie 22 ist, aber ich vermute, da heiratet sie dann auch. Ja, ergäbe Sinn. Ja, und dann bekommt Makoto aber einen Anruf und oh nein, Usagi sagt die Hochzeit ab, denn sie haben sich gestritten. Oder beziehungsweise noch nicht ganz, aber sie haben noch nicht abgesagt, aber sie haben sich gestritten. Yeah. Und ich finde, die Reaktion ist super. Die Reaktion von Makoto ist erstmal, okay, schick erstmal Motoki zu Mamoru und lass den dann irgendwie klären. Soll dem mal den Kopf waschen. Ja, perfekt. Ja, und Usagi will jetzt ihre Diät abblasen. Genau, sie hätte anscheinend Diät gemacht, um ins Hochzeitskleid zu passen. Aber jetzt bestellt sie sich so einen riesigen Teller von irgendwelchem Süßgebäck, irgendwelche süßen Teigklöße oder sowas, weiß nicht so ganz. Und rennt sofort aufs Klo. Ja, also sie isst irgendwie 2 von denen und rennt sofort aufs Klo. Und das ist wirklich komisch, es sei denn, sie wäre halt wirklich schwanger. Ja, oder mein Notizpunkt dazu war Sailor Bulimie Moon? Fragezeichen. Nee. Also es könnte vielleicht auch sein, dass sie halt zeigen wollten, dass Usagi irgendwie zu viel isst und dass sie dann schlecht wird, aber sie isst halt nur 2 dieser Dinger und es passiert einfach instant. Das ist total komisch. Mhm. So. Und dann haben wir ich finde, für mich Mamorus schlimmste Szene. Ja. Unter anderem. Die Unterhaltung mit Motoki, der halt versucht, ihm so ein bisschen klarzumachen, ey, hier, das ist für sie wichtig und so weiter. Motoki überhaupt super Charakter in der Szene. Ja, genau. Also Mamoru so, ist alles voll anstrengend. Ich habe keinen Bock mehr, das alles auszusuchen und zu machen. Und dann sagt er, ja komm, aber es ist doch eine Hochzeit und es geht doch darum, schöne Erinnerungen zu schaffen. Und dann sagt Mamoru, ja, wenn es enden soll, dann soll es eben enden. What the fuck? Der ist absolut überzeugt von dieser Idee. What 100%ig. The F? Hä? Was ist denn mit ihm? Ich versteh's nicht. Nee, ich versteh's auch nicht. Ich find's so lustig, aber es ist völlig out of character. Ja,
Ich meine, hallo, hast du alles vergessen, was ihr miteinander durchgestanden habt? Ja, Bro, ihr seid gerade gestorben und what? Nee, das ist ja alles schon 4 Jahre her. Das, okay, du darfst, aber du darfst nicht so viel von Mamoru erwarten, der ist halt ein bisschen dumm. Ja, das ist echt krass. Also in PGSM manchmal wirkt er, finde ich, super kompetent, aber in anderen Szenen so dumm. Manchmal trifft er noch dümmere Entscheidungen als im 90er-Anime. Ich meine, die Weiterentwicklung auf seinem Lebensweg wurde uns nicht gesagt. Wir haben nur gesehen, dass er Motorrad fährt. Tja. Also, viel erreicht scheint er auch nicht zu haben, wenn es nicht so interessant ist, dass man uns nicht mal sagt, ne? Tja. Ja, und diesen Satz mit, ja, wenn es enden soll, soll es eben enden, hat natürlich auch Usagi gehört, die dann auch sofort den Ring hinknallt und die Hochzeit abbläst. Ist das eigentlich der gleiche Ring wie aus der Wir-sind-schon-tot-Szene? Gute Frage. Ich glaube schon. Ich guck das mal eben nach. Okay, nee, der sieht anders aus. Ach so, okay. Der Ring, den er hier im Final Act aufgesteckt hat, der war irgendwie blau und der hier ist primär rosa. Ja, okay. Dann sind wir in der Nacht bei Plüschluna und die bekommt Besuch. Ja, Besuch, der sich 49 Folgen lang nicht gemeldet hat, aber auf einmal ein Mitteilungsbedürfnis hat. Ja, Queen Serenity, die halt wirklich im gesamten PGSM nicht vorgekommen ist, aber hier. Ja. Die übrigens auch von der Sailor Moon Schauspielerin gespielt wird und einfach nur eine andere Synchronstimme quasi hat. Ah, das war's. Ich hab die ganze Zeit gedacht, aber das ist sie doch. Die klingt doch ganz anders. Was ist denn hier los? Ja, das ist schon Usagi, aber damit es halt nicht so auffällt, haben sie da so eine mütterliche, ruhigere Stimme drüber gedubbt. Ja, gut, man hätte sie vielleicht auch ein bisschen anders. Also sie sieht halt wirklich genauso aus wie Princess Serenity. Gut, sieht sie im Manga auch, also was reg ich mich auf. Ja, true eigentlich. Ja, und also sie hat halt auch die dunklen langen Haare, die offenen. Ja, also sie erscheint halt jetzt als so kleines Hologramm, das so vom Mond auf den Tisch gebeamt wird. Und ja, Luna sagt halt immer, oh Gott, die Prinzessin und der Prinz, die werden nicht heiraten. Und Serenity quasi so, ja, chillt halt einfach mal, das wird schon. Ja, aber viel gefährlicher, sie spürt eine böse Kraft, als ob etwas im Begriff wäre zu erwachen. Das habe ich ja noch nie gehört. Nein, nein. Niemals, jemals würden irgendwelche bösen Mächte erwachen. Gut, das Dumme ist, diesmal gibt es keinen Silberkristall mehr, denn der ist ja futsch. Der ist ja irgendwie kaputt, das stimmt. Ja, und Usagi wacht dann auch auf, aber in dem Moment beamt sich ihre frühere Mutter weg. Ja, und Luna steht da so, da war gar nichts. Du hast nicht das Geringste gesehen. Was wollte ich noch sagen? Luna hat aber offensichtlich... Wir sehen später auch noch mehr, aber sie hat offensichtlich noch Kräfte. Mindestens sehen wir in dieser Szene, sie kann sich offenbar immer noch in eine Katze und in Menschen verwandeln. Das stimmt. Aber sie hat auch noch als Einzige auch immer noch Senshi-Kräfte. Und das verstehe ich auch nicht. Warum? Vor allem, weil das ist doch vom Silberkristall gekommen, ne? Ja, ne? Das war doch irgendwie, als Sailor Moon als Prinzessin quasi erwacht ist, oder? Irgendwo da um den Dreh war das doch. Ja, genau. Also das lag ja eigentlich wirklich am Silberkristall, also ergibt es irgendwie gar keinen Sinn, dass sie noch Sailor-Kräfte hat. Außer, nee, kann auch nicht sein, dass die Queen ja jetzt die Kräfte gegeben hätte, aber das wäre ja auch Blödsinn. Nee, das... Sie ist ja nur ein Hologramm und ich meine, ja, sie kann Sachen machen, aber die Senshi kriegen die ja jetzt auch nicht einfach so. Ja, und irgendwo in einer überdimensionalen Rumpelkammer... True. Sehen wir jetzt ein bedrohliches... Pink, Violett, Lila leuchten. Ja, also Luna in Menschenform geht dann dahin, weil da kommt halt die dunkle Energie her. Und also sie sagt irgendwas, was darauf hindeutet, dass hier mal das Dark Kingdom war, oder? Sagt sie das? Sie sagt doch irgendwas von Metallia, dass davon eigentlich ja nichts mehr übrig sein sollte. Aber vielleicht verstehe ich das auch falsch. Ich habe die überdimensionierte Rumpelkammer jedenfalls wiedererkannt. Ja. Das ist diese komische Lagerhalle, in der sie Dark Mercury einmal bekämpft haben. Ach so, echt? Ja. Jetzt stehen natürlich andere Sachen drin. Okay. Ja, also vielleicht vertue ich mich da auch.
Weiß nicht. Also sie sagt nur, Metallia ist fort, es sollte nichts übrig sein. Damit meint sie, glaube ich, die Energie. Ach so, sie meint einfach generell, ja, okay. Gut, dann ist es einfach nur eine Rumpelkammer. Ja, da kommt dann auch jemand aus dem Schatten, so ganz geheimnisvoll. Wer könnte es sein, ein neuer Feind? Nein, es ist Rey. Ja, aber gut, ich sag später was zu Rey. Das wird sowieso jetzt nicht lange dauern. Ja, Rey ist da und sagt, hi Luna, hast du es auch bemerkt, ne? Ja, also Rey hat natürlich auch die böse Macht gespürt und ist nachschauen gegangen. Und sie hat eine interessante Frisur mit so einem Seitenzopf. Sie hat generell ein interessantes Outfit. Also wenn ich nicht wüsste, dass es Rey ist, würde ich denken, das ist eine von den Bösen. Wirklich? So wie sie rumläuft und so wie sie guckt. Also wie gesagt, weiß ja das, ne? Ach so, ja, von der Art her, ja. Irgendwie. Wie gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass es Rey ist, würde ich jetzt denken, ah ja, das ist die neue Böse für heute. Ja, und dann bemerken sie irgendwas und Rey schmeißt so ihr Outfit weg und hat einfach das Miko-Outfit drunter. Ja, und auch andere Schuhe. Ja, natürlich, ganz bestimmt passt das breite Miko-Outfit unter deinen schwarzen Anzug. Und das ist bestimmt auch viel praktischer zum Kämpfen. Ja, aber am meisten fasziniert hat mich auch, dass sie halt auch andere Schuhe anhat. Ja, also nice. Den Trick muss sie mir mal zeigen, der ist gut. Ja, ja und ja, dann und leuchtet da aber was. Die lila Schleimwolke. Ah, jetzt habe ich schon gespoilert, verdammt. Ja, wer ist es? Ja, erstmal niemand. Erstmal leuchtet es nur grell auf und Rey wird so zu Boden geworfen und das war übrigens Reys Beitrag in diesem Film. Ja, so ziemlich. War die Schauspielerin mittlerweile zu teuer geworden? Kann das sein? Tja, keine Ahnung. Oder vielleicht hatte die einfach gerade anderweitig viel zu tun und konnte nicht so viel drehen. Das ist so schade. Das stimmt, weil wir haben ja schon gesagt, Rey ist eigentlich eine der besten Schauspielerinnen in ganz PGSM. Aber die Abwesenheit von Rey gibt Minako wirklich Gelegenheit zum Glänzen. Ja, okay. Ja, es ist natürlich irgendeine Person, die böse grinst. Und das Grinsen würde ich überall wieder erkennen, das ist die Schleimfrau. Mio. Ja, auch wenn ich es irgendwie ein bisschen seltsam finde, dass sie überhaupt wieder erwacht. Es gibt halt irgendwie sogar keinen Grund. Und warum auch gerade hier in dieser Rumpelkammer? Naja. Ja, der Grund ist einfach. Die brauchten irgendeinen Bösewicht. Chiteno? Geht nicht. Die sind gut. Beryl? Geht nicht. Hauptbösewicht kannst du nicht wiederbringen. Aber wir haben ja noch Mio. Also ja, eigentlich nicht, aber... Ja, das ist natürlich der richtige Grund. Aber so innerhalb der Serie verstehe ich's nicht. Und wie gesagt, halt, warum denn in dieser Rumpelkammer? Ich meine, dass da vielleicht noch irgendwo so ein Häufchen Mio-Asche rumliegt, okay, aber die ist doch auf dieser Wiese gestorben. Es wäre halt viel sinniger gewesen, wenn sie bei dieser Szene, wo sie sagte, ich muss weg, dann auch wirklich weggelaufen wäre. Dann hätte man sie jetzt ohne Schwierigkeiten wiederbringen können. Ja, stimmt, also diese Szene, wo dann Mio gestorben ist, hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Also schon Sinn ergeben, aber es hätte halt mehr Sinn ergeben, wenn sie da nicht gestorben wäre. Tja. Die war halt auch nur ganz kurz, also hätte man jetzt auch nicht gebraucht unbedingt. Naja. Hinterfragen wir es einfach nicht, sie ist jetzt wieder da. Und sie geht in so einen alten, geschlossenen Freizeitpark. Und krallt sich einen Plüschhund. Der komplett zerfetzt ist. Aber es wird er, glaube ich, nicht bleiben. Nee, also sie macht sich jetzt mit Magie so einen hübschen Raum mit ultra vielen Plüschtieren. Und der Plüschhund wird auch wieder ganz... Warum auch immer sie jetzt plötzlich so ein Plüschtier-Fable hat und warum auch immer jetzt eine Horde Clowns ankommt und einfach eine Tanznummer aufführt. Überhaupt, das Ganze ist mir ein bisschen zu sehr zirkusmäßig. Da kannst du mich halt mit jagen. Ich fand das schon beim Deadmoon Circus ein bisschen anstrengend. Okay, also generell, ich bin eigentlich ein Fan von sowas, von so Zirkusnummern. Aber das ist schon ein bisschen sehr weird und cringe, muss ich sagen. Und es kommt halt auch irgendwie aus dem Nichts. Denn bisher hatte halt Mio irgendwie so gar nichts mit Zirkus zu tun. Oder mit so Clowns oder halt Plüschtieren. Also das die Idee an sich finde ich ganz cool. Die Umsetzung, weiß nicht. Ja, sie macht jetzt so ein bisschen einen auf schwarze Herzkönigin oder so. Ja, Herzkönigin war auch das, was mir eingefallen ist. Also die machen halt jetzt wirklich so eine kleine Tanznummer. Die Tanznummer an sich ist aber cool. Also die machen auch teilweise so Stunts und Saltos. Das ist an sich cool. Es ist nur so WTF.
Ja, und dann zaubert sie sich auch noch zwei so Jomalen-Rüstung. Die heißen Sword und Shield. Kreativ ist sie ja, also so gar nicht. Tja, aber so eine Idee hatten wir auch noch nicht, so zwei zusammengehörige Joma. Einer so defensiv, einer eher offensiv. Ja, das stimmt schon. Und die Kostüme sehen sogar ganz gut aus, eigentlich. Und also ein bisschen Power Rangers mäßig, aber ansonsten ganz gut. Ja, und Mio kriegt auch ein interessantes Kostüm, nämlich halt ihr schwarzes Herzkönigin-Outfit. Ja, das könnte auch Misa Misa sein. Nee, Misa Misa wird sich nicht so krass anziehen. Ach, okay, ja, aber käme drauf an. Also ich glaube, wenn du das... Es ist halt so dieser Gothic-Look, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen abgedrehter Gothic-Look. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Outfit halten soll. Ich finde es eigentlich, also es ist ein bisschen drüber. Es ist nicht schlecht, ja, aber es ist eine coole Idee. Es ist ein bisschen over the top, aber ich glaube, das ist das war auch der Kerngedanke dieses Films, ein bisschen over the top. Ja, ich meine, Mios ganzer Charakter ist ein bisschen sehr over the top. Ja, alles in diesem Film ist ein bisschen drüber. Ja, also wie gesagt, generell dieses ganze Zirkus-Dingens finde ich eigentlich ganz cool von der Idee her. Es kommt nur ein bisschen aus dem Nichts. Ja, genau wie Mio. Ja, und dass Mio wieder da ist auch. Aber sie verliert immerhin keine Zeit. Sie, weiß sie eigentlich, dass die Senshi keine Senshi mehr sind? Weiß nicht. Ich glaube, sie denkt darüber gar nicht so viel nach. Wenn sie es nicht weiß, dann ist das, was sie tut, unglaublich dämlich. Tja. Weil sie macht ja jetzt nicht nur, oh ja, geht mal los, meine Clowns, geht mal los, Energie sammeln, sondern sie macht ja auch so eine riesen Medienkampagne daraus, damit auch wirklich jeder mitkriegt. Ist schon praktisch für sie, dass die Senshi keine Senshi mehr sind, weil sonst hätte sie jetzt ein Problem. Tja, stimmt. Ja, also vielleicht weiß sie es ja. Ich meine, bisher hat man in dieser Welt anscheinend ja auch noch nichts von den Senshi gehört. Ja, ist ja aber kein gut. Wunder, diese Welt wurde ja vor 4 Jahren komplett vernichtet. Ja gut, und sie war ja auch die ganze Zeit nicht da. Ja, warum kennt sie überhaupt noch irgendeiner, ne? Ich meine, sie ist ein Idol, sie war 4 Jahre weg, sie kennt keiner mehr und außerdem ist sie jetzt alt. Naja, also wahrscheinlich haben die Leute ihre Erinnerungen einfach wieder zurückbekommen, nachdem die Welt wieder hergestellt wurde. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Ja, aber ein Idol ist 4 Jahre weg, es erinnert sich keine Sau mehr dran, wollte ich damit sagen, das war ein Witz. Ach so. Ja, erstmal sehen wir noch Ray im Krankenhaus. Die hat es anscheinend echt übel erwischt. Die hat da auch so ein Verband und auch über ihrem Auge. Ja, wie gesagt, die wird nichts mehr beitragen zu dem Film, außer dass sie irgendwann noch einmal dramatisch das Auge aufmacht. Ja. Also ich glaube, die hat wirklich nur 2 Szenen gedreht. Ja, die im Krankenhaus und die in dieser Halle, ne? Und dann, genau, dann natürlich noch die als Miko. Also die in dem Shinto-Dingens, du weißt schon. Ah ja, okay, stimmt. Die hat sie auch noch. Ja, stimmt. Dann waren es 3. Ja, 3 Szenen. Okay, wow. Ja, ich glaube, die Schauspielerin war inzwischen zu teuer. Ja, oder sie hatte anderweitig zu tun. Ja, und die kunterbunte Clown-Kompanie greift auch sofort an. Ja, und plötzlich erscheint dann an so einer riesen Leinwand erstmal Mio, die ihren Song Change of Pace singt. Und ich habe mir aufgeschrieben, der Text da war ziemlich passend. Da schreibt sie irgendwie sowas wie, ich möchte nur jemandem näher kommen. Dieselbe Geschichte wiederholt sich. Also ich finde, der Text ist ziemlich passend an dieser Stelle. Und dann meldet sie sich zu Wort. Und ich finde die Szene ziemlich witzig. Also sie zieht das Ganze so auf, als würde sie einfach nur irgendwie Werbung machen für ihr neues Album und bitten, dass die Leute es sich kaufen oder so. Aber sie ist halt quasi so, ja, ich übernehme jetzt übrigens die Weltherrschaft, ne? Also lasst euch brav von meinen Dämonen aussaugen, dann ciao! Ja. Aber wie sie das auch so rüberbringt, so voll niedlich, so voll übertrieben, idolmäßig. Das ist sehr gut. Möchte wissen, ob da irgendwer gestanden hat. Wahrscheinlich, Shingo hat da wahrscheinlich gestanden. Ach so, ja, okay, mach ich. Ja, wahrscheinlich, ja, der ist ja so ein großer Mio-Fan. Ja, okay, wenn sie das so sagt. Das wird schon passen. Aber wahrscheinlich glauben die Leute halt jetzt auch, das ist eine Werbeaktion, weil erstmal machen die Clowns ja nette Sachen, zaubern Blumen und so, und die Leute sind so, ach, wie schön, Clowns. Und plötzlich greifen die dann aber an. Genau, und Usagi ist ein bisschen überfordert, weil scheiße, ich bin ja gar nicht mehr Sailor Moon. Ja, yeah, und da wird auch
Erstmal sehen wir so einen roten Luftballon. Oh mein Gott, ein Clown und ein roter Luftballon, das kann nichts Gutes heißen. Und ja, anscheinend, anscheinend saugen sie die Energie in diese Luftballons ein. Naja, und so ein kleines Kind verliert seine Mami. Usagi rennt hin und rettet es und sagt ihm, es soll weglaufen. Der Clown-Überfall erinnert mich ein bisschen an Batmans Rückkehr. Da gibt's am Anfang auch so einen Überfall von Clowns. Okay, aber da passt es ein bisschen besser rein, ne? Es steckt da auch nicht der Joker dahinter. Ach das so, Ding. Okay. Naja, aber als dann einer dieser Clowns Usagi angreift, die haben nämlich so Schwerter, da haben wir natürlich Mamoru mit seinem unzerstörbaren Spazierstock. Also ja, gut, Tuxedo-Mask. Das Tuxedo-Mask-Kostüm ist ja in PGSM wirklich nur ein Kostüm. Ja, der hat ja eigentlich keine magischen Kräfte, außer halt als Endymion. Ja, deshalb konnte er sich halt jetzt einfach mal schnell umziehen. Ja, aber warum? Ich meine, gut, also logisch, damit er Tuxedo-Mask ist, aber er jetzt in-World gibt's keinen logischen Grund dafür, oder? Er könnte sich auch einfach nur den Spazierstock schnappen und ja, die Clowns vermöbeln, oder? Irgendwie schon. Also er ist nur Tuxedo-Mask, damit er Tuxedo-Mask ist. Ja, ich meine, ich stelle mir das so vor, oh scheiße, da werden Leute angegriffen. Ich ziehe mich jetzt einfach mal schnell um. Es ergibt zwar gar keinen Sinn, denn Usagi weiß schon, wer ich bin, aber egal. Ja, und dann sprühen plötzlich Funken und da treten die Shiteno heran. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die so früh im Film schon auftauchen. Die habe ich irgendwie später erwartet, aber da sind sie schon. Ja, da sind sie schon, die sind jetzt anscheinend wieder böse. Ja, hat ja lange gehalten. Naja, ich weiß ja, was dahinter steckt. Ja, also sie dienen jetzt anscheinend Mio und wollen, dass die beiden mitkommen. Aber Luna to the rescue. Also Sailor naja. Luna, die warum auch immer ihre Senshi-Kräfte noch hat. Beziehungsweise, ja, sie kann halt nichts mehr machen. Also die Shiteno können mit ihren Schwertern anscheinend so eine Teleportkugel erschaffen und beamen sich dann mit den beiden weg. Ja gut, ich meine, jetzt hätte Luna auch nicht so einen riesen Unterschied gemacht, selbst mit Senshi-Kräften, ne? Ja, aber sie kam halt einfach generell zu spät und hat gar nichts mehr gemacht. Dafür sagt sie jetzt allen anderen Bescheid, die jetzt sich entschließen, okay, wir müssen sofort nach Tokio, ist ja quasi um die Ecke. Ja, vor allem Minako und Ami, die anscheinend gar nicht in Japan sind. Nee, also Ami ist irgendwo in den USA, gut, sind wir mal sehr optimistisch und sagen Hawaii. Sieht nicht nach Hawaii aus, aber sind wir, ne? Aber ja. Minako ist einfach mal in London. Ja. Ist ja, bist ja schnell rüber, vor allem wenn du das nicht geplant hast. Ja genau, also Ami bricht jetzt anscheinend eine OP ab und Minako verschiebt ihre Songaufnahme oder sowas und die müssen jetzt natürlich sofort sich auf den Weg machen. Ja. Genial. Die einzige, die jetzt in Reichweite ist, ist Makoto, ne? Ja stimmt, Rei ist ja im Krankenhaus. Rei ist ausgeschaltet. Ja, dann sind Usagi und Mamoru in Handschellen bei Mio, in ihrem, ja, flauschigen Plüschraum mit Thron. Findest du auch, dass Usagis Handschellen irgendwie zu groß aussehen? Ja, die sehen generell ein bisschen komisch aus, also halt nicht so Polizeihandschellen, sondern mehr so Mittelalter oder, nee, nicht Mittelalter, ja, ja. Aber ihr wisst schon, ja, doch. So alte Dinger. Schon. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ja, Usagi, wenn du jetzt einmal deine Hände zusammenziehst und ein bisschen quetscht, bist du da eigentlich raus. Tja, ja, also Mio will natürlich jetzt die Weltherrschaft, aber da sie jetzt ja Königin ist, braucht sie dann auch etwas. Ja, sie braucht noch einen König. Oh. Ja, ich find's auch witzig, wie sie das so erklärt, so, sie stellt quasi erstmal so ein Rätsel, ja, was könnte denn da noch fehlen? Dann sehen wir schon so eine gestrichelte Silhouette, die dann so aufblinkt, so, da gehört der König hin, ne? Und dann bewegt sich ihr Pappaufsteller, der da auch noch drin steht und so, ja, was könnte es denn sein? Nice. Ja, sehr großer Lacher, die Szene. Ja, ist geil, wie Mio einfach so voll fröhlich ist und immer noch so voll nett tut. Ja, genau, ja. Denn sie will jetzt Mamoru heiraten. Sagt sie hier auch schon, dass sie Usagi dann am Ende die Energie aussaugen wird, damit Usagi das alles noch mitkriegt? Ja. Schön. Sie ist so eine Drecksau. Ja, so kennen wir sie. Und dann ja, werden ich meine, die es passt ja auch voll, weil sie war ja auch irgendwie immer an Mamoru interessiert.
Ja, aber nicht so irgendwie so komisch irgendwie. Ja, Mio wirkt hier generell ein bisschen anders. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass sie halt jetzt nicht mehr mit Beryl gekoppelt ist. Moment, war Beryl der Teil, der sie normal hat werden lassen? Vielleicht. Wie, du weißt, dass du dringend Hilfe brauchst, wenn Beryl deine normale Hälfte ist. Ja, aber das könnte man halt wirklich so erklären, auch wenn es bestimmt nicht so gedacht war. Ja, jetzt ist sie ja nicht mehr an Daryl gekoppelt und jetzt ist sie quasi ihr wahres Ich. Und vorher war sie halt noch gezwungen, zumindest ein ganz kleines bisschen mehr wie Beryl zu sein, auch wenn sie da schon eigentlich komplett anders war. Ja, und dann werden Usagi und Mamoru in einen rosa Käfig gesperrt. Ja, stimmt auch noch mit so Blümchen-Gitterdingern. Allein dieser Käfig ist fantastisch. Ja. Aber weißt du, was nicht so fantastisch ist? Mamoru. Mamoru. Ich möchte ihm jetzt gerne eine reinhauen. Ich glaube, das möchte Usagi auch. Sie ist nur zu nett, um das zu tun. Und gefesselt. Ja, gut, eine reinhauen kann sie ihm auch mit beiden Händen. Ja, gut. Dann haut sie mal zwei rein. Der sagt nämlich, Frauen unter jeden Umständen wollen immer eine Hochzeitsfeier. Also, ich muss mal sagen, in der Situation finde ich den Spruch schon wieder witzig. Ich meine, ja, schon, Mio will auch eine Hochzeitsfeier, aber das ist so ein Arschlochsatz. Weißt du, das hättest du voll entschärfen können, wenn Usagi jetzt gelacht hätte, wenn das einfach ein Witz gewesen wäre, der jetzt nicht besonders passend ist. Aber Ja, nein, aber er meint das ja ernst. selbst Usagi sagt halt jetzt so, boah, du warst mal netter, was ist eigentlich los mit dir? Alles voll doof. Genau, das habe ich mich an der Stelle auch gefragt. Ja, also Usagi spricht das aus, was wir denken. Und ja, sie ist aber auch wieder so ein bisschen bockig. Was ganz witzig ist, ihr Magen knurrt und Mamoru sagt gar nichts dazu und sie ist dann so, hä, ja, was ist denn, ne? Ja, du weißt, dass ich gar nichts gesagt habe. Ne. Die Szene ist einfach. Das passt die Szene perfekt zusammen. Nee, 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 Genau. Der, wo man sich halt dann auch wieder denkt, ja, hey, ihr seid gerade gefangen und Mio will Usagi wahrscheinlich umbringen. Kannst du dich nicht mal zusammenreißen, Mamoru? nein. Nein? Anscheinend nicht. Okay, springen wir zum Rettungsteam. Ja, also Luna ist jetzt bei Makoto. Und auch da beamt sich jetzt Queen Serenity hin. Und Genau, Makoto ist also. natürlich erstmal total perplex. Ja, also sie wollte ja eigentlich sofort schon losstürmen und jetzt Rettungstruppe Aufi und Luna sitzt ja die ganze Zeit, nein, warte. Da kommt ein Mondstrahl geflogen. Serenity ist ja auch gut, ne? Ja, das Herz der Prinzessin ist zerrüttet. Das war übrigens das große Problem in der gesamten zweiten Hälfte von der Serie. Ja. Aber das ist ein Problem, das sie selbst lösen muss. Ja, schön. Und sie sagt denen jetzt, ja, ihr seid keine Kriegerin mehr, aber ich schicke euch ein Schwert und dann wird alles gut. Und damit könnt ihr quasi wieder Senshi werden für einen Tag. Das sagt sie zwar so nicht, aber das wird dann so sein. Ja, aber leider schickt sie es ihnen nicht direkt in die Wohnung. Sie hat es leider mit DPD verschickt, deswegen müssen sie es jetzt bei der Packstation im Gebirge abholen. Warum auch immer das jetzt auf einmal auf so einem Berg ist. Das ist halt die Packstation. Ja, perfekt. Mit DPD verschickt, genau. Aber Moment, nee, DPD kann nicht sein, weil dann wäre es überhaupt nicht angekommen. Oh. Ja, also jetzt wird halt auch gesagt, dass das Schwert halt damals im Silver Millennium existiert hat. Das steckt natürlich auch wieder mal in so einem Sockel drin. Also das, was wir halt auch aus dem Manga kennen, das Excalibur, heilige Schwert-Dingens. Glaubst du eigentlich, das Schwert ist überhaupt als Requisit vorhanden? Ich finde, das Schwert sieht sehr CGI-ig aus. Ja, wirklich? Weiß nicht. Naja, ja, wissen tue ich es auch nicht, aber ich finde, es sieht sehr danach aus. Ich sehe es gerade nicht mehr. Okay. Naja, also Makoto und Luna steigen jetzt ins Auto und Makoto fährt dann los. Ja, weißt du, Ja. was mich da erst gewundert hat? Hm? Ich habe halt erst gedacht, warum zur Hölle steigt denn Mako auf der rechten Seite ein? Soll Luna jetzt fahren? Ach so, Linksverkehr. Ja. Ja, und dann sind wir wieder bei Usagi und Mamoru.
Da kommen jetzt die Chitane, um den Bräutigam abzuholen. Aber Mamoru macht immerhin mal was Cooles und ja, kann die Chitane irgendwie aufhalten, zusammenschlagen, sodass Usagi dann noch entkommen kann. Ja, ich find's auch geil, wie die dann beide erstmal irgendwie einen Chitano aufhalten und dann jeweils wollen, dass der andere flieht. Ja, genau. Ich würde ja auch sagen, jetzt mal ganz grundsätzlich, wenn Mamoru flieht, wäre das schon hilfreicher, weil der kann, glaube ich, noch ein bisschen mehr erreichen als Usagi. Die weiß ja nicht, dass da irgendwo ein Schwert geliefert wurde. Naja, ich weiß auch nicht. Aber was ja, meinst du, was würde dann Mio machen, wenn nur noch Usagi da ist? Würde sie dann nicht Usagi vielleicht doch einfach gleich umbringen? Nee. Nee? Mindestens als Köder benutzen. Ja, stimmt, oder so. Aber wenn Usagi frei ist, ja, okay, jetzt ist Usagi frei. Was soll sie denn jetzt machen? Die Bösen mit Pfannkuchen bewerfen? Ja, keine Ahnung. Weil, wie gesagt, die weiß ja nicht, dass da irgendwo ein Schwert ist. Ja, stimmt irgendwie. Aber naja. Dann gut. Sind wir bei Ami, die jetzt auch mit dem Auto anscheinend zum Flughafen fährt. Nee, ich glaube, die ist schon da. Die ist jetzt, glaube ich, schon in Tokio und kommt gerade vom Flughafen. Ah, okay. Hat ja bestimmt auch gar nicht lang gedauert. Nee. Aber gut, es scheint ja jetzt irgendwie der nächste Morgen zu sein. Trotzdem wäre das ziemlich fix. Ja. Und ja, okay. Dann plötzlich muss sie aber bremsen, denn da kommen diese ganzen Clowns-Yoma, die dann auf der Straße sind. Ja, beziehungsweise sie fährt ja gar nicht, ist ja wahrscheinlich ein Taxi oder sowas. Ach so, erstmal fährt sie nicht, ne, aber dann schon. Genau, dann der Fahrer, der macht sich dann vom Acker und dann fährt sie selber. Und sie setzt ihre Brille auf. Genau, sie braucht nämlich zum Fahren eine Brille. Ja, also anscheinend hat sie seit die Serie zu Ende ist, eine Sehschwäche bekommen. Oder schon immer gehabt. Ich meine, es gibt ja Leute, die... Ja, aber sie hat doch irgendwie gesagt, dass sie die Brille... dass die Brille halt keine Sehstärke hat, die sie in der Serie immer hatte. Ja, richtig, aber es gibt ja Leute, die haben kein wirkliches Sehproblem, aber dann wird festgestellt, ja, aber zum Autofahren musst du trotzdem eine Brille tragen, weil dann irgendwie was festgestellt wird. Es ist nicht so schlimm, dass du die ständig brauchst, aber Chris hat die Auflage, dass du eine Brille beim Autofahren tragen musst. Vielleicht hat sie vorher schon die Schwäche gehabt, nur ist sie nie diagnostiziert worden, weil sie kein Sehproblem hatte. Ja, okay, stimmt, kann sein. Ja, auf jeden Fall, sie fährt jetzt und sie rast einfach durch diese Clowns-Yoma. Finde ich geil. Ja, wobei umfahren tut sie die nicht. Sie weicht den schon aus und versetzt den Wagen fast vor die Wand. Ja, wobei sie aber auch... Also irgendwie, sie weicht ja nicht wirklich aus. Die weichen ihr doch dann aus, oder? Aber auch trotzdem... Auch wenn sie große Schlenker macht. Ja, Moment, aber irgendwann... Ach nee, genau, sie weicht dem... Wer ist es, Schwert oder Schild? Ich glaube, es ist Schild. Der braune ist Schild, ne? Nee, ich glaube, das ist Schwert. Also okay, Sword. Dann ist es eben Schwert. Also dem weicht sie dann aus, wo ich dann denke, warum fährst du den nicht auch über den Haufen? Tja, der ist halt ein bisschen massiver. Aber wie massiv soll der denn sein? Ja, aber dem weicht sie halt aus. Ja, aber es ist schon irgendwie ein Bruch, finde ich, weil... Die bringen die ja so, also Yoma bringen die ja um, da haben sie ja überhaupt keinen Stress mit. Also warum nicht auch überfahren? Weil ist klar, weil es so brutal aussehen würde, ne? Aber. Ja. So, Minako ist auch inzwischen angekommen und jetzt gibt's endlich Minako-Action. Nee, warte, also erstmal. Also Ami fährt dann irgendwie in so eine Sackgasse und dann sieht sie ja beim Rückspiegel dann auch schon diese ganzen Clowns-Yoma wieder ankommen. Aber ja, dann sind wir bei Minako. Genau, die ist inzwischen angekommen mit ihren Bodyguards, die einen großartigen Job machen. Ja, die leider das Los aller männlichen Figuren in Sailor Moon teilen und vollkommen nutzlos sind. Ja, denn auch da kommen dann in der Tiefgarage diese ganzen Clowns, auch einer mit Motorrad, nee, mehrere mit Motorrädern. Ja, und die Bodyguards können anscheinend gar nichts und Minako sagt dann auch, ja, was seid ihr für Bodyguards? Reißt euch mal zusammen. Ja, und sie... kickt einfach einen dieser Clowns in die Wand. Ja, natürlich, denn das kann sie plötzlich. Ja, das ist der Sailor V-Kick. Nur ohne Sailor V. Das ist doch egal, den Kick kann sie immer noch. Gelernt ist gelernt. Genau, der landet dann auch wirklich in so einer Betonwand, die dann so zerbricht. Also da ist dann so eine riesige Delle drin. Ja, und dann will keiner mehr kämpfen. Die bricht halt wirklich so ein. Auch wenn man eigentlich schon sieht, dass es kein Beton ist. Ja, und dann will von den Clowns will dann erstmal keiner mehr kämpfen und dann steht da
plötzlich. Der Logik von eben folgend musste es dann jetzt wohl Schild sein. Ja, es ist schon sehr episch, wie sie einfach den Yoma an die Wand kickt und die anderen lassen sie in Ruhe und sie schreitet dadurch wie eine Queen. Das ist so geil. Bei der Szene man fragt sich zwar auch, seit wann hat sie diese krassen Kräfte, aber egal, das ist cool. Minako ist generell so cool in diesem Film. Ja, also in genau. jeder Szene, sie kommt nicht, sie hat nicht so ultra viel Screentime, aber sie dominiert einfach jede Szene, in der sie drin ist. Das ist fantastisch. Ja, genau, und dann steht da eben Shield. Und dann wird erstmal abgeblendet. Ich wundere mich gerade, weil ich weiß gar nicht mehr, wie die Szene dann für sie endet, aber irgendwie muss sie da ja auch weggekommen sein. Tja, erstmal sind wir jetzt aber bei Makoto und Luna, die jetzt auf diesen Berg raufrennen zu dem Schwert. Ja, und du hast recht, es sieht irgendwie ein bisschen CGI-mäßig aus. Weiß auch nicht. Mhm. Zum Glück hat Luna ihre Fans. Ihre Fächer, mit denen sie dann die Yoma hauen kann. Also die sind auch von diesen Clowns-Yoma umzingelt. Ja, und dann versuchen sie das Schwert rauszuziehen und Surprise! Es geht nicht. Nee, auch nicht Makoto kann es. Ja, dann hört man, also man sieht auch Queen Serenity sagen, ja, so, irgendwas mit solange eure Herzen eins sind, wird das Schwert euch Kraft geben oder sowas. Genau, und dann fällt ihnen ein, dass vielleicht die anderen auch dabei sein müssen. Das erklärt natürlich auch, warum sich Queen Serenity 49 Folgen lang nicht gemeldet hat. Weil wenn die Herzen von denen nicht eins waren. Genau, weil wenn das die Voraussetzung ist, dass das Schwert was nützt, dann erklärt es auch, warum sie das vorher nicht gemacht hat. Stimmt. Ja, gibt irgendwie Sinn. Weißt du, ich stelle mir vor, sie hat das Schwert schon zum Abschluss bereit gemacht, als Minako endlich der Gruppe endgültig beigetreten war. Und dann so, Minako ist tot. Wollt ihr mich Mist. Verarschen? Hat eh schon so lange gedauert. Dann sind wir wieder bei Mamoru und Mio. Ja, der wird halt von den Shiteno reingeschleift und sie legt ihm jetzt so ein Band drüber. Was soll ich dazu jetzt sagen? Was? Mamoru wird gebrainwashed. Das gab's ja noch nie. Mamoru also, wurde entführt und gebrainwashed. Neuer Tiefpunkt. Okay, nee, das gab's in Dark Kingdom auch schon, aber... Ja, Alter... Dem fällt auch nichts Neues ein. Ja, er sagte auch zuvor, er hat die Nase voll von Hochzeiten. Ja, und dann geht er halt so emotionslos mit ihr zum Altar, beziehungsweise halt zum Thron. Ja, genau. Ich glaube, die reden nachher noch von einem Altar, aber es ist überhaupt kein Altar da, ne? Ich glaube nicht. Nee, so los, Mio sagt, in diesem Altar werden wir uns ewige Liebe schwören, aber da ist überhaupt kein Altar. Schön, da ist nur ihr Thron. Ich sehe zumindest keinen, vielleicht übersehe ich ihn ja. Ja, okay, doch, da ist ein Altar, da wo vorher der Thron war. Ach so. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann ist Usagi in diesem Vergnügungspark und versteckt sich bei so einem Karussell. Und dann sieht sie, dass Mamoru ihr diesen Ring zugeschoben hat, den hatte sie ihm ja zurückgegeben. Ja, er ist so ein Mastermind, ne? Bei all dem Stress riskiert er noch irgendwas, damit er ihr noch diesen Ring zustecken kann. Ja, das ist so weird. Ich meine, vor allem, weil er halt auch zuvor die ganze Zeit so arschig war. Aber Hauptsache, ihr dann doch noch den Ring zuschieben, obwohl er vorher noch gesagt hat, dass ihn alle Frauen nerven und alle Hochzeiten. Hier soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass wir diesen Special Act nicht mögen, ne? Nur. Nein, aber sagen wir mal, manche Sachen sind schon sehr konstruiert und out of character. Wie das eben so ist, wenn man eine eigentlich abgeschlossene Geschichte plötzlich noch dramatisch fortsetzen will. Ich meine, Gott sei Dank haben sie nur einen Special Act gemacht und keine Staffel 2. Ja, also, ich glaube auch, dass eine Staffel 2 einfach nicht funktioniert hätte. Zumindest halt nicht mit dem Staffel 1 Ende, weil... Die hatten ja dann alle ihre Senshi-Kräfte verloren. Ich meine, gut, das hatten sie am Ende von 90er Anime Staffel 1 auch. Aber hier ist es halt irgendwie alles noch abgeschlossener, hat man das Gefühl. Mhm. Ja, was passiert dann? Usagi erinnert sich nochmal an Szenen mit Mamoru. Und dann sind wir bei Makoto und Luna, die gegen diese Clowns-Yoma kämpfen, denn die sind jetzt auch wieder beim Schwert. So, und dann kommt der most epic Auftritt von Minako, die einfach plötzlich mit einem... halt, da kommt doch erst Ami. Ach, stimmt, ja, Ami kommt vorher auch noch. Ja, sorry. Ja, also es sind einfach zu viele Clowns, sie schaffen es nicht mehr. Und dann aber plötzlich werden sie mit so einem Feuerlöscher weggeblasen.
Ja, von einer Army im Clownskostüm. Genau, so erstmal denkt man sich so, hä, wer ist das noch ein Clown? Aber es ist natürlich Armin. Ich find's aber gut, dass Army mit einer Nebelattacke angreift, also mit einem Stimmt. Feuerlöscher und dann so Nebel macht. Stimmt, Es ist das schon passt. clever. Ja, da kommt halt Minako. Und fährt einfach eine ganze Horde Clowns mit dem Motorrad um. Anscheinend kann Minako jetzt Motorrad fahren, aber hey, warum nicht? Ich möchte auch wissen, wie sie mit Schild fertig geworden ist, aber sie ist jetzt da. Anscheinend, also Schild Ja. liegt jetzt irgendwo in einem Nativgarage und hält sich stöhnend die Eier oder so, ich weiß auch nicht. Vielleicht. Jetzt sind sie quasi alle da, nur Rei halt nicht. Genau, jetzt kommt Aber Plot-Convenience der Film. Minako sagt, Rei ist im Herzen bei uns. Ja, und Usagi auch. Okay, das ist einfach. Ja gut, man kann jetzt natürlich vielleicht sagen, man braucht Usagi nicht zwingend, sondern es ist nur das Inner Senshi-Schwert. Aber warum Usagi nicht dabei sein muss, ist schon ein bisschen Warum komisch, Rey nicht finde dabei ich. sein muss, meintest du? Nee, Usagi. Weil Rei merkt das ja jetzt zumindest. Sie sieht dann auch durch so eine Art Portal, dass sie da bei dem Schwert sind. Und sie streckt auch noch dramatisch ihre Hand aus. Also Rei ist halt quasi im Geiste bei denen. Okay, das ist ein bisschen convenient, aber okay. Aber Usagi kriegt davon ja nicht mal irgendwas mit. Okay, aber du hast ja gerade, hast du noch gesagt, du verstehst, dass Usagi nicht dabei sein muss, weil es ja eher das Innerschwert ist und Usagi ja die Prinzessin ist, die beschützt werden soll. Jein, also ich meinte damit, ja, so könnte man es erklären, aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch. Ja, also es ist ein bisschen too much, dass jetzt zwei fehlen. Ja, es knirscht ein bisschen. Vor allem wie Minako noch so erklärt, ja. Rey ist im Geiste bei uns. So ganz dramatisch. Okay, bis hierhin fress ich's. Und dann kommt einfach nur Army. Usagi auch. Okay, das war zu Wirklich, viel. das sagt sie? Ja, sie sagt Usagi auch. Oh, dann ist es ja richtig dämlich. Ich meine, das spricht ja dann schon dafür, dass sie eigentlich Usagi gebraucht hätten. Ja. Ja, und ich meine, Usagi, sie merkt zwar irgendwas, aber es ist ja nicht wie bei Rei, dass sie da jetzt auch diese Vision sieht und auch quasi im Geiste mithilft. Sie merkt einfach nur, da ist irgendwas. Irgendwas ist los, aber das ist bei Usagi eigentlich Alltag. Ja, perfekt. Ja, genau, also Makoto, Minako und Ami ziehen jetzt das Schwert raus. Jetzt sieht's aber nicht mehr so CGI-mäßig aus. Nee, wenn sie es rausziehen, ist es, glaube ich, auch ein richtiges Requisit, aber das Schwert im Stein ist, glaube ich, komplett gar nicht da. Ja, vielleicht wollten sie keinen Stein. Ja, und dann schlägt da auch noch so ein Blitz ein und es leuchtet, als sie es dann so nach oben heben. Uhu, Sie haben mein Schwert. Was Sie damit machen, sagen Sie uns noch nicht, weil wir sind jetzt bei der gefakten Hochzeit. Ja, und erstmal zoomt es so eine riesige Hochzeitstorte rauf mit so einer Endymion und Mio Figur obendrauf. Ja, weißt du, Sehr nice. als ich diese Endymion-Figur gesehen habe, ne, da wurde mir eins klar. Ja. Er wird dieses Kostüm nochmal anziehen. Nein! Doch, das wird er. Ja, aber jetzt hat er noch ja so einen Anzug an, so bräutigammäßig. Und er und Mio küssen sich dann auch schon fast. Aber Usagi stürmt die Hochzeit. Und Mio ist so, och Mann, Bunny, was soll das? Genau, so, ach Menno. Ja, und dann gibt Ja. Imamoru so ein Schwert und sagt, er soll Usagi umbringen. Und dann most ridiculous scene. Most ridiculous scene. Finde ich schon. Also er wirft dieses Schwert nach ihr und sie bleibt völlig ungerührt stehen. Und dieses Schwert schlägt dann hinter ihr so ein Seil durch, das irgendwie über drei Ecken abgerollt wird und dann fällt ein Tuch auf die Chitenno drauf. Das ist so eine Comedy-Szene, so eine Cartoon-Szene. Ja, also erstmal finde ich, sieht es ein bisschen Panne aus, wie dieses Schwert dann Usagi so vorbeifliegt, dieses CGI-Schwert. Ich meine, das sieht halt, also das soll halt so aussehen, als wäre das so Zeitlupe, aber es sieht total dumm aus, wie dieses Schwert einfach so langsam durchs Bild fliegt. Ja, und, ja genau, und dann schneidet es halt dieses Seil durch. Und das ist ja auch so ein Cartoon-Moment. Die Chitano sehen sogar noch, dass dieses Ding runterfällt und schreien dann so, als wäre das jetzt das Schlimmste und krachen noch zu Boden,
Weil, oh nein, ein dünner Stoff ist auf sie draufgefallen. es ist nicht mal ein schwerer Vorhang oder sowas, sondern wirklich nur so ein Schleierstoff. Ja, so ein Seidenstoff. Und der drückt sie zu Boden und sie können jetzt natürlich die nächsten 5 Minuten nicht aufstehen, denn man kann diesen Stoff nicht einfach zur Seite hauen und aufstehen. Nein, das geht nicht. Und dann würgt Mio ihren Hund. Ja, also dann entkommen Usagi und Mamoru. Und ich dachte in diesem Moment, sie zerreißt jetzt gleich das Plüschtier. Aber nein. Ja, ich habe auch gedacht, nein, nicht zerreißen, lass den. Aber nein, er überlebt. Genau. Und dann sind wir im Blaufilterwald ohne Blaufilter. Ja, genau. Ich muss kurz mal gucken, wo wir sind. Genau, also wir sind im Wald, der ist anscheinend neben diesem Vergnügungspark. Und plötzlich kommen dann aber die Shiteno aus so Rauch heraus und sie grinsen alle total retarded. Ja, können wir mal kurz über was anderes reden? Die laufen da ja raus. Also die sind, dieser komische Raum, wo die heiraten wollten, ist ja irgendwo in diesem Vergnügungspark, ne? Ja. Und die laufen da jetzt aus dem Raum raus und das sieht plötzlich irgendwie wie so eine Villa aus, wo die sind. Oder irgendwie zumindest wie ein altes Haus mit so... Ja. Es könnte auch das Dark Kingdom Haus sein vom Layout her, aber das ist es ja nicht. Das geht ja nicht. Das steht auf so einem Berg drauf, also so einem Hügel. Es ist sogar wirklich eine Villa. Ja, also ich glaube, also das ist quasi anscheinend wirklich in diesem Freizeitpark drin. Da steht auf so einem Hügel einfach so ein Haus. Die Frage ist halt, ob das da vorher schon so ausgesehen hat oder ob Mio sich jetzt dieser Villa gezaubert hat. Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, ja, und dann werden sie halt von den Shiteno eingeholt, die gerade grinsen, als hätten sie gerade einen ganz dicken Dübel durchgeorgelt. Ja, also vor allem Kunze halt sieht so weird aus, wenn der einfach, der grinst halt nicht so böse, sondern einfach voll dämlich. Ja, aber das Grinsen wird den Shiteno gleich vergehen. Weil da kommen die Shiteno. Ja, also da kommen dann so Funkenattacken und die Shiteno werden auf den Boden geschleudert. Und Kunzeit guckt dann auch sofort so. Also macht wirklich so voll das dumme Gesicht. So, so, ach du Scheiße, das ist ja ich. Nix wie weg. Ja, denn plötzlich stehen auf der anderen Seite die richtigen Shiteno. Warum auch immer die noch leben. Ja, das verstehe ich auch nicht, weil es wurde ja gesagt... Man kann nur leben, wenn sich irgendwie Begleiter an dich erinnern. Ich meine, gut, klar, Mamoru erinnert sich an sie und Usagi und Co. natürlich auch. Aber das hat ja anscheinend nicht gereicht. Naja, ja. Aber die sind jetzt einfach da, hinterfragt das nicht. Sagen, cool. Am besten nicht hinterfragen, seid einfach froh, dass sie da sind, weil ja, die sind einfach großartig. Die sind jetzt sehr episch, ja. Also erstmal die Tarnung von den anderen, von den Fake-Shiteno fliegt auf. Denn die werden so abgeblitzt und dann sehen wir, oh, es sind eigentlich nur Clowns. Schwert und Schild sind auch da. Was machen immer diese Pokémon-Editionen hier? Jetzt hast du mir den Witz versaut. Ach, ich wollte den doch auch machen. Ja, natürlich wollte ich den auch machen. Ich habe nur noch auf den richtigen Moment gewartet. Jetzt ja. Ja, und jetzt haben wir so voll die epischen Aufnahmen, wie sich die Shiteno neben Mamoru positionieren, in Kampfstellung gehen. Es ist so cool, einfach mal Endymion mit seinen guten Shiteno, die jetzt auch wirklich für das Gute zusammenkämpfen. Das ist so cool. Wenn er nur nicht dieses doofe Kostüm dabei tragen würde. Ja, aber egal. Coole Szene. Ja, das schon. Also die kämpfen jetzt alle gegen diese Horden von Clowns. Ja, und jeder Shiteno kriegt einfach so eine kleine Szene. Nephrite schleudert einfach einen von diesen Clowns so Makoto-mäßig. Also er hebt ihn so hoch und schleudert ihn auf den Boden. Und wirft ihn auf 3 andere Clowns und damit sind sie erledigt. Ja, genau. Kunzeit kämpft mit dem Schwert. Jedi macht krasse Stunts. Also sehr, sehr cooler Kampf. Und einen ungünstigen Schnitt später sind wir nicht mehr im Wald, sondern Mamoru, also Endymion, kämpft alleine gegen Schwert und Schild. Hä? Ja, und zwar jetzt auf diesem Parkplatz, Fragezeichen, vom Freizeitpark. Ja, aber gut, merkwürdige Locations, die sich auch irgendwie ohne ersichtlichen Grund wechseln, hatten wir in der Serie ja laufend. Ja, es ist ein bisschen lame, dass es jetzt so ein Parkplatz ist, aber naja. Willst du lieber also, wieder die Brandwiese? Ja, wenigstens haben wir den Freizeitpark im Hintergrund. Also anscheinend hat Mamoru Schwert und Schild weggelockt, während die Shiteno
gegen die Clowns gekämpft haben. Aber da kommen sie jetzt auch angelaufen, um zu helfen. Irgendwie schafft er es dann ja im Kampf mit den beiden dafür zu sorgen, dass Schwert Schild umbringt. Ja, also es ist so, dass Schild ihn gefangen hat und Schwert will ihn jetzt mit seinen Clown abstechen. Aber dann kann sich Mamoru anscheinend im letzten Moment befreien und dann sticht Schwert in Schild rein und der stirbt. Und als dann Schwert noch so geflasht ist von diesem Moment, wird er dann von Mamoru noch erschlagen. Sagen wir erschlagen, aufgeschlitzt, das wäre auch nicht schlecht. Ja, quasi. Ja, super, dann ist ja jetzt alles gut. Ach nein, die Boss ist ja noch da. Ja, aber erstmal, was ich witzig finde, also Jedi freut sich voll und jubelt und ja, Jedi ist so ein Traum in der Szene. Ja, und dann Nephal tickt so ein bisschen aus. Es ist so cool, einfach mal was von den guten Gitano zu sehen. Davon gerne mehr. Leider ja, wurde es nicht mehr, aber immerhin ein bisschen. Davon hätte ich auch wirklich gerne mehr gesehen. Das ist so gut. Und vor allem dann Kunzeit voll auf Anführer. Nein, wartet, das ist noch nicht vorbei. Genau, denn dann geht alles in Flammen auf. Es gibt riesige Explosionen, denn da kommt die Herzkönigin mit ihrem Plüschtier. Ja, ist sie nicht eher die Peak-Königin? Nee, sie hat Herzen drauf, okay, aber sie ist schwarz. Dann ist sie halt die schwarze Herzkönigin, passt schon. Ja, und jetzt will sie Mamoru endgültig umbringen und ja. Schleim-Mio digitiert zu Piranha-Mio. Ja, das ist auch wieder so random, oder? Ja, total. Also sie wird jetzt zu so einer riesigen CGI-Pflanze, also die hat so Mäuler, die schnappen und halt so ein großes, ist auch so ein großes Hauptding. Das ist so ein Videospiel-Boss. Ja, ich finde, es sieht aber auch, also es ist jetzt nur minimal schlechter als manche von den Godzilla-Monstern. Also es könnte, glaube ich, eine der Nebenmonster von Biollante sein. Also es sieht jetzt auch nicht direkt schlecht aus. Es ist übrigens das zweite CGI-Monster nach dem im ersten Akt. Also es sieht auch gar nicht schlecht aus, nur wieso? Ja, ist doch klar, wieso. Ja, weil du ein Bösewicht, wenn du ihn töten willst, muss er erst zum Monster werden. Ja, aber sie haben doch Mio schon in Menschenform getötet. Stimmt. Ich meine, das war zwar Evil Endymion, aber trotzdem, das ist so unnötig irgendwie. Und ich meine, warum denn eine Pflanze? Was hat Mio jemals mit Pflanzen zu tun gehabt? Teeschleim? Sie hätten hier vielleicht irgendwas anderes nehmen können, irgendwas, was mit dem Zirkus zu tun hat. Aber wahrscheinlich wäre das dann zu schwierig zu animieren gewesen. Naja, sie wollten halt hier noch ein episches Videospiel, CGI, Bossmonster. Ja, das brauchten sie aber auch. Also das Bossmonster war hier wirklich zwingend erforderlich. Weil es sonst einfach zu lame gewesen wäre, 5 oder sogar noch mehr gegen Mio. Nee, weil also wenn es jetzt nur Mio, also Mio war ja hier, wirkte ja schon fast besiegt. Also klar, jetzt weißt du nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn die Shiteno und Mamoru gegen Mio gekämpft hätten. Aber Mio musste ja jetzt noch irgendwas auspacken, damit die Senshi überhaupt noch nötig sind. Ja, also sagen wir auch, Mio hatte halt auch nie wirklich krasse Kräfte. Sie hat ja nie wirklich gekämpft. Sie war ja eigentlich immer nur so für die Manipulation und für das psychische Zeug für Usagi zuständig. Deshalb wäre sie halt jetzt auch keine Bedrohung gewesen, denn man hat halt auch das Gefühl, Mio kann eigentlich gar nichts außer halt ihre Illusionsmagie. Tja. Naja, und ja, natürlich ist es halt viel epischer, wenn es so ein großes Monster ist. Weil es wäre halt schon irgendwie ein bisschen lame, wenn jetzt die 5 Senshi plus Mamoru plus eventuell noch die Shiteno. Die 4 Senshi plus Mamoru vielleicht noch die Shiteno gegen eine andere Person kämpft, die irgendwie auch gar nicht mal so stark wirkt. Es wundert mich halt nur, warum sie jetzt überhaupt eine Pflanze wird, weil das so aus dem Nichts kommt. Ja, also sie hätte auch ein beliebiges anderes Monster werden können. Hauptsache, sie wird ein Monster. Ja. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die Senshi halt erst so ganz zum Schluss als Senshi da sind. Ja, und noch nicht mal vollzählig. Ja, das ist schon ein bisschen lame. Weil ich meine, es ist halt so ein 1-Stunden-Film und dann kommen sie erst so bei den letzten 10 Minuten. Naja, aber jetzt gibt's dann ganz episch die Verwandlungs-Items zurück, also die Armbänder und Usagis Kette. Und dann gibt's halt die Verwandlungen ein letztes Mal. Genau,
Weil, also, genau, das Schwert löst sich auf und dadurch bekommen sie dann ihre Verwandlungs-Items wieder, genau. Dann verwandeln sie sich, ja, und... warum auch immer das Schwert überhaupt nötig war. Hä? Ja, das Schwert wirkt irgendwie ziemlich unnötig, oder? Weil sie haben ja damit gar nicht gekämpft. Sie haben das aus dem Stein gezogen und dann wurde es jetzt die Verwandlungs-Items. Ja, das Schwert, also, das Schwert ist das Schwert, was im Manga drin ist. Irgendwas haben sie genommen, was im Manga noch drin war. Und ja, durch das Schwert kriegen sie ja ihre Verwandlungskräfte wieder. Ja, klar, aber es ist ein bisschen... es wirkt ein bisschen komisch, dass sie halt erst das Schwert brauchen, nur um andere Items aus dem Schwert zu kriegen und ja, mit dem Schwert selber nichts machen. Es wäre vielleicht auch ein bisschen besser gewesen, wenn sie ihre Items zurückbekommen hätten in dem Moment, wo sie das Schwert rausziehen. Ja, irgendwie schon. Naja. Aber das ist jetzt so, verwandelte Senshi. Und wie praktisch, dass Rei nicht da ist, da kann jetzt Minako die beiden Schwerter schwingen. Das ist aber wirklich sehr, sehr cool. Quasi die Umkehrung zum Finale. Minako hat jetzt ihr eigenes Schwert und dann das von Mars. Ja, ja, das Monster schießt so Stacheln, denen weichen sie aus und hauen sie weg. Also sie haben jetzt auch alle ihre Finalwaffen nochmal. Also das Schwert von Mercury und der Donnerspeer von Jupiter. Aber sie sind ähnlich nutzlos. Ja, sie benutzen die halt nur zum Abwehren. Und dann gibt's eigentlich auch schon einmal die... Sailor Planet Attack zum ersten Mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe zwar das Gefühl, die wäre schon mal vorgekommen, aber da war es eine andere Attacke, die aber im Grunde das gleiche war, ne? Ja, genau, also Moonlight Attractive Attack zum Beispiel ist ja sehr ähnlich. Ja, dafür brauchen sie ja alle fünf, das geht ja nicht. Nee, sie haben das doch auch mal ohne irgendein... Ja, irgendwer war doch da auch mal nicht dabei, wo sie das gemacht haben. Wirklich? Okay. Ja, das weiß ich noch. Ja, ja, also dann... Sailor Planet Attack ist auch ganz interessant. Da sehen wir dann die Gesichter der Senshi auf den Planeten drauf und die drehen sich dann alle. Also ist eigentlich ganz cool animiert. Ja, und dann wird Mio von der Attacke getroffen und nimmt ihre wahre Gestalt wieder an. Schleim. Und der Plüschhund überlebt. Genau. Interessanterweise wird er aber nicht wieder kaputt. Weil nee, irgendwie alles andere löst sich ja jetzt auf. Ja, aber der... das ist die Restenergie von Mio, die lebt jetzt in dem Hund. Oh mein Gott. Ja, dann weißt du, das ist der gute Teil von Mio. Der hat gerade so gereicht, um den Hund zu reparieren. Alles andere war der böse Teil. Ach so. Ja, und auch die Energie, die gesammelt wurde, entweicht, fliegt wieder weg. Und die Verwandlungs-Items verschwinden jetzt auch, denn es war halt wirklich nur für diesen einen Tag. Ja, aber immerhin verschwindet das alles mit einem hübschen Feuerwerk. Ja, also das ist halt die Energie, die da... wieder weggeht. So, und da stehen sie jetzt so irgendwie so, und nu? Ja, und dann fragen sie Usagi, ob sie nicht doch heiraten will, und sie druckst erst so rum, und dann sagt sie, ja, wir werden es tun. Schön, dass du Mamoru auch gefragt hast. Ach komm, ich glaube, der wurde schon beim letzten Mal nicht gefragt. Das ja, würde jedenfalls einiges erklären. Ja. Also ja, anscheinend entscheidet Usagi das ohne Mamoru, aber er scheint doch irgendwie damit cool zu sein. Ja komm, Mamoru wurde noch nie nach irgendwas gefragt, der macht einfach alles mit. Ja, und dann gibt's auch die Hochzeit. Genau. Und soweit ich das gelesen habe, stehen da auch ganz viele Leute von der Produktion, auch im Publikum der Hochzeit quasi. Ja, die Senshi haben Kleider an, Luna ist das Blumenmädchen und Kenji ist da. Und Kenji ist da, genau. Der auch und wirklich irgendwie... mit Papa angesprochen wird von Ikuko. Und der heult fast, ne? Ja, und das ist Fun Fact. Kenji, Ryuta, Quatsch. Kenji ist Ryuta Tasaki, einer der Regisseure von den früheren PGSM-Folgen. Ah. Ja, okay. Schön. Da steht auch irgendwo einer rum, der mir auch optisch bekannt vorkommt, aber ich komme nicht drauf, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Irgendwo auf der Mamoru-Seite, wenn die rauskommen, da steht irgendwie einer. Ist da eigentlich überhaupt irgendwo eine Mamoru-Seite? Ja, also auf seiner Seite halt. Ach so. Ja, ich wollte jetzt nicht rechts oder links sagen, weil das ein bisschen unklar ist. Da steht so ein Typ mit so braun, blonden, mittellangen Haaren. Der kommt mir bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Ach so, Ja, bin auch nicht sicher. Die Shiteno stehen auch da, aber halt so abseits. Und ja, wünschen dem Master Glück. Ja, und alle sind super fröhlich. Und dann wird der Brautstrauß geworfen. Ja, das ist auch geil. Vor allem,
mein erster Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe, der Brautstrauß wird geworfen. Ich habe damals schon angehalten, kurz überlegt und sagte, ich war alleine übrigens, sagte, Motoki. Wirklich? Ja. Okay. Weil ich denke, es muss ja irgendwie eine völlig ab... Also es kann keins der Mädels kann ihn. Das ist ja immer der Gag. Es fängt denn doch immer irgendwer, der mit dem du gar nicht rechnest. Ja. Und da dachte ich mir, wer käme denn irgendwie in Frage? Ich so, ich sag Motoki und der ist es dann auch. Ja, aber übrigens, ich finde es total lächerlich, wie dieser Brautstrauß einmal durchs Bild fliegt. Da merkt man es halt so richtig, wie der reingeschoppt wurde. Ja. Ja, aber Motoki fängt ihn... Und die Szene ist auch geil. Alle Frauen so, hä? Und er so, ja, weißt du, ich dachte halt, warum nicht wir als nächstes? Ja. Ja, Makoto ist auch erstmal sehr perplex, aber dann stimmt sie zu. Hurra, die beiden werden heiraten. Yay. Das ist so cool. Wo du gerade den Brautstrauß, der durch die Gegend fliegt, erwähnt, da sieht man auch das große Problem an solchen Sachen, die erst nachher reingefügt wurden. Die greifen halt alle irgendwie random in die Luft, weil halt nichts da ist, nachdem sie greifen können. Tja. Ne, weil niemand greift in die Richtung von dem Ding, sondern alle greifen so random in die Luft. Das ist das Problem mit solchen After Effects. Ja, aber es sieht halt schon auch lächerlich aus, wie der einfach so, wie der sich einfach so dreht und durchs Bild fliegt. Der sieht halt so unnatürlich aus. Ja, aber selbst wenn der jetzt nicht blöd ausgesehen hätte, das Problem, dass die alle ins Leere greifen und nicht wissen, wohin, das hättest du trotzdem gehabt. Ja, stimmt. Dann überlegt Usagi und wir sehen nochmal Flashbacks, wie sie die Senshi zum ersten Mal getroffen hat und generell einfach schöne Szenen mit den Senshi aus der Serie. Und sie denkt halt darüber nach, dass diese Zeit jetzt wirklich vorbei ist. Oh. Das ist ziemlich emotional. Das ist wirklich schön. Da hatte ich auch schon so ein bisschen Pipi in den Augen. Oh. Ja, genau. Ja. Mamoru tröstet sie so ein bisschen. Ja, und dann wirft sie ihren Rock weg und schwingt sich aufs Motorrad. Das ist auch so geil. Also Mamoru steigt aufs Motorrad und du denkst dir, ja, wie wird sie jetzt mit dem riesen Brautkleid darauf? Sie reißt das Brautkleid runter, also den Rock, und hat dann so ein kurzes, engeres Brautkleid drunter. Nice. Geht auch, ja. Und dann kommt das eigentliche Intro jetzt quasi als Outro. Ja, so Kidani's Sailor Dream. Nochmal als Outro und alle winken Usagi zu und sind fröhlich. Und das finde ich ein bisschen komisch. Auf der Fahrt mit dem Motorrad zieht sie dann auch nochmal die anderen Senshi. Bildet sie sich das ein oder? Ja, die Senshi sind ja eigentlich noch auf der Hochzeit. Aber sie sieht dann zum Beispiel das Auto mit Minako drin. Nee, mit Ami drin. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht fahren die schon eine Weile und wurden eingeholt, ich weiß es nicht. Ja gut, kann natürlich sein, dass das jetzt schon ein bisschen zurücklegt, naja. Naja, und Rei sieht sie auch noch, aber Rei steht irgendwie so komisch auf der Straße. Ja, die bildet sich, glaube ich, wirklich nur ein. Ja. Da ist auch alles so krass überbelichtet und so. Also vielleicht ist das wirklich nur so eine Vorstellung oder halt generell so ein bisschen symbolischer, künstlerischer gemeint, dass sie sich halt jetzt... von den Senshi verabschiedet und dass die jetzt alle ihren eigenen Weg gehen, aber dass sie halt trotzdem immer an ihrer Seite sind. Irgendwie sowas wird schon heißen. Und dann sehen wir den Abspann und da sehen wir dann auch nochmal so ein paar Szenen mit Ami als Ärztin, die mit so einem kleinen Jungen spricht. Makoto und Motoki, die Blumen für ihre Hochzeit aussuchen. Rei nochmal als Miko im Schrein. Und Minako, die irgendwas... An irgendeinem Filmset steht, glaube ich. Ja, genau. Und Usagi winkt uns dann nochmal in die Kamera und sagt Bye-bye. Ja, und das war dann auch wirklich das Ende von PGSM. Jetzt noch nicht für unseren Podcast, aber... Ja, also es gibt ja noch quasi das Prequel-Special mit Sailor V, den Act Zero. Und noch so ein paar kleinere Dinge, die wir auch noch mit reinnehmen wollen. Naja, aber das ist halt jetzt das Ende der Story, so chronologisch. Ich finde es ein super Ende. Ja? Ich finde es ein besseres Ende als das Manga-Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sagen wir mal so, der Act an sich, also ich meine, der Special Act an sich, wir haben ja schon gesagt, einige Sachen sind halt sehr konstruiert, wie das Mio jetzt zurückkommt und auch so ganz anders agiert und dann zum Beispiel auch diese Pflanze wird. Oder halt auch, dass Mamoru und Usagi sich plötzlich noch streiten und dass Mamoru plötzlich wieder so out of character ist. Ja, ich meine, es gab halt auch so ein paar andere Sachen, die jetzt ein bisschen doof waren.
Wie zum Beispiel, dass die Senshi dann erst so ganz zum Schluss kommen, dass sie das Schwert brauchten, das sie irgendwie nicht gebraucht haben. Also so ein paar Sachen sind komisch und über ein paar Sachen kann man sich aufregen, hätte man vielleicht besser machen können. Auch dass Rei halt nicht da war, ist schade, aber hatte bestimmt irgendwelche Gründe. Ich finde, Minako hätte Mio mit dem Schwert aufspießen sollen. Ja, aber es war natürlich trotzdem cool, dass man das noch gemacht hat. Mio als Bösewicht ist natürlich immer super und dann auch diese Shiteno-Szene ist geil. Aber halt dann generell auch dieses Ende, dass wir sehen, dass Mamoru und Usagi heiraten. Und dass Motoki und Makoto auch heiraten. Und dass halt Ami Ärztin geworden ist. Ja, also, generell, die kriegen alle so schöne Happy Ends, statt im Manga, ja, wir sind für alle Ewigkeiten Schutzkriegerinnen. Das ist langweilig. Ja, das haben wir beim letzten Mal im Finale ja auch schon ein bisschen angesprochen. Es ist halt schon irgendwie schade, dass sie im Anime und im Manga dann halt in Crystal Tokyo sind und anscheinend aber alle ihre Träume aufgeben müssen. Niemand kriegt den Traumjob, niemand kriegt einen Partner, die sind alle auf ewig Sailor-Kriegerinnen. Und ja, verschreiben ihr Leben einfach ganz Usagi und dem Sailor Senshi-Ding. Selbst Usagi muss ja Königin sein, was ja auch nicht ihr ursprünglicher Traum war. Ja, stimmt, selbst Usagi kriegt ja eigentlich nicht das, was sie will. Ja, ich meine, es ergibt schon irgendwie Sinn, dass das so ist. Ich finde es irgendwie gut, dass es im Manga so ist, aber ich fände es besser, wenn es so wäre wie hier. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Der Satz war jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube ja. Ja, also du sagen findest wir mal, beide Enden gut, aber du wünschst es den Figuren mehr, dass es so endet wie hier, aber du findest das andere Ende auch einfach aus Storygründen gut. Ja, genau, also ich finde das Ende für den Manga und so, diese Crystal Tokyo Sache, sie ist passend. Also das passt halt in dieses ganze Sailor Senshi Konzept rein und ich bin auch irgendwie froh, dass die Story halt so ist, wie sie ist. Allerdings wünschte ich es den Senshi halt mehr, dass es so wäre wie hier, dass sie alle Traumjobs kriegen und vielleicht noch einen Partner. Dass sie halt alle normale Mädchen sein dürfen, das, was sie ja eigentlich immer wollten. Vor allem halt Usagi. Also, ja, sagen wir mal, das hätte halt vielleicht nicht so richtig in den Manga und den Anime gepasst, aber hier bei PGSM kann man das schön machen. Und das ist halt, wie du schon sagtest, wahrscheinlich eigentlich das beste Ende. Was ich an diesem Film, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, richtig gut finde, hier ist Minako mal so, wie ich Minako eigentlich gerne gesehen hätte. Halt die wirklich die coole Anführerin. Ja, das stimmt. Also Minako war halt wirklich cool. Sie war sehr badass. Und ich meine, auch wenn die Senshi als Kriegerinnen erst am Ende da waren, vorher hatten sie dafür sehr coole Zivilszenen. Und es war auch mal schön, einfach zu sehen, dass sie auch als zivile Personen was reißen können. Dass sie nicht unbedingt Senshi-Kräfte brauchen, um jetzt gegen diese Dämonen zu kämpfen, zum Beispiel. Das wollte ich gerade sagen, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass sie erst so spät Senshi werden. Das gibt nämlich einmal die Möglichkeit, dass sie genau das tun können. Und es gibt natürlich Mamoru und den Shiteno eine Bühne, weil wenn zu dem Zeitpunkt, wo die ihren Kampf haben, die Senshi schon da wären, dann wären die halt wieder nur zweite Geige. Ja, stimmt. Also die Shiteno haben hier wirklich nochmal schöne Szenen bekommen. Also alles in allem schon ein schönes Ende. Klar, einige Sachen waren sehr konstruiert. Aber ich bin trotzdem froh, dass es den Special Act gibt und dass die Story dann hier nochmal schön abgeschlossen wird. Ja. Ich auch. Ich finde, also ich habe den wirklich sehr gerne gesehen. Den gucke ich mir auch immer so. Also auch ohne, dass ich so einen kompletten PGSM-Rewatch mache, so einfach mal, ach, ich gucke mir mal den Special Act an. Das habe ich dann doch schon ein, zweimal gemacht. Ja gut, ich habe noch einen kleinen Filmfehler. Nämlich diese Glocke läutet ja, man sieht diese Glocke läuten bei der Hochzeit und die läutet aber auch noch weiter, als man schon sieht, dass sie nicht mehr läutet. Filmfehler. Wäre mir aber auch nicht aufgefallen, das stand nur auf Wikimoon. Ist jetzt nicht so, als wenn irgendwer plötzlich sich ein viel engeres Kleid runterreißt und was viel weiteres drunter hat und plötzlich die Schuhe gewechselt hat. Das ist kein Filmfehler, aber die Glocke! Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, manche Sachen ergeben nicht wirklich Sinn, sind zu convenient, aber trotzdem gut. Ja, darf den Special Act jetzt, ähnlich wie auch den Zero Act übrigens, nicht so 100% ernst nehmen. Ja, der Zero Act ist ja schon sehr, sehr Comedy-mäßig. Ja, und das hier, es ist halt mehr so ein nices zusätzliches Ding, das, wie du schon sagtest, dass man vielleicht nicht so ganz ernst nehmen muss. Genau, die haben einfach, ne, so komm, lass mal eine kurze Fortsetzung machen, wir haben alle nochmal Spaß und dann ist auch gut. Genau, genau. Ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Wir haben eh schon ziemlich lang geredet.
Ja, also ziemlich genau so lang, wie ich jetzt erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ja. Okay, dann gibt's nächstes Mal was? Also an dieser Stelle schneide ich jetzt mal raus, was ich ursprünglich gesagt habe, denn die Pläne haben sich ein bisschen geändert. Ursprünglich wollten wir ja nur 2 PGSM-Special-Folgen machen, also die hier und dann noch eine mit dem ganzen Rest. Es folgen jetzt aber noch 2 PGSM-Special-Folgen, nämlich beim nächsten Mal gibt's nur den Act Zero, also die Vorgeschichte mit Sailor V, ist aber generell auch so ein Comedy-Ding, also ist ganz witzig. Und in der 3. Special-Folge gibt's dann wirklich den Rest, also da beantworten wir nochmal eure Fragen. Da gibt's dann die beiden kleinen Mini-Specials und das Konzert, das ja auch so ein bisschen eine Story hat und eine ziemlich witzige Shiteno-Szene. Und danach folgt dann nochmal ein Musical. Genau, okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig und, oder hast du noch was zu sagen? Ich hab nichts mehr zu sagen. Nö. Dann sag ich an dieser Stelle einfach, abonniert gefälligst Sailor Cat und ciao, ciao. Ja, danke schön. Würde mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne Mad Eye abonnieren oder uns Kommentare schreiben. Das würde uns auch sehr interessieren. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Sailor Cat. Tsukino Hikari wa Aino Message.